Hoch die Hände, Wochenende heißt es heute. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional. Die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Es ist Freitagabend, der 20. Juli. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Ja, bevor es ins Wochenende geht, greifen wir heute nochmal die Möglichkeit für eine Freizeitbeschäftigung in den Ferien auf. Neben Baden gehen oder an der Konsole zocken, erfreuen sich auch Ballsportarten zunehmend großer Beliebtheit. Fußball steht natürlich an der Spitze, aber auch Basketball ist wieder im Kommen. In Schobau gibt es auch in diesem Jahr wieder das mittlerweile traditionelle Basketballcamp für alle Freunde der Korbleger. Frank Langer, bitte. Zusammen Sport treiben und die Ferien miteinander verbringen. Im Jugendclub Highpoint in Schobau läuft derzeit das Basketballcamp, was sich stetiger Beliebtheit erfreut. Matthias Raschke, Geschäftsführer des Vereins, freut sich über die gute Resonanz. Ja, wir haben also mittlerweile seit 4 Jahren machen wir dieses internationale Basketballcamp. Das hat uns damals mein Freund Uwe Majewski von der Aktion Jugendschutz angetragen. Er hat den Gedanken entwickelt, die Idee dazu geboren. Und wir haben ja über viele Jahre schon Erfahrungen mit internationalen Jugendbegegnungen, mit Freizeitgestaltungen in den Sommerferien, mit Camps jeglicher Art. Und so haben wir unsere beide Erfahrungen und Wissen zusammengeschmissen und haben dieses Camp jetzt gemeinsam auf die Beine gestellt. In der Turnhalle der August-Bebel-Oberschule ging es entsprechend sportlich zu. Uwe Killisch betreut das Camp sportlich und konnte mehr zu den Coaches und deren Aufgabenfeld erzählen. Ja, das sind Coaches von einer Organisation, die heißt News Release Basketball. Und die kommen aus Amerika. Die Coaches sind jetzt hier welche, die in Deutschland in der Vertrag stehen, also in irgendwelchen Vereinen spielen und jetzt in ihrer Freizeit oder im Urlaub hier mal vorbeikommen und uns unterstützen. Das sind also Basketballer aus Amerika. Ihr werdet aber in dieser Woche ja viel trainieren. Was denn genau? Erstmal so die Grundlagen, wie man trippelt, wie man Ball wirft und so weiter. Das ist gar nicht so schwer, aber es ist auch nicht so einfach. Man muss es einfach üben, um gut zu werden. Kinder- und Jugendarbeit wird im Highpoint ja sehr groß geschrieben. Gerade deshalb ist diese Jugendeinrichtung gern Partner des Aktion Jugendschutz Sachsen e.V. Wir als überörtlicher Träger in der Jugendhilfe, wir haben natürlich genau das, was er uns bieten kann. Basisnähe, sozialräumliche Angebundenheit und Ähnliches nicht. Wir haben dafür andere Kompetenzen. Wir arbeiten im Bereich der Prävention. Und solche Maßnahmen wie so ein Basketballcamp, da steht natürlich der Basketball ganz vorne, aber wir machen natürlich sehr viel sozialpädagogische Arbeit im Hintergrund. Denn so ein Camp ist mehr als nur das Aufbewahren von Kindern auf Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allein sprachlich war schon zu erkennen, dass man auch in der Herkunft bunt aufgestellt war. Tschechen, Migranten verschiedener Herkunft und hiesige Teilnehmer waren beim Camp dabei. Und wir merken hier in dieser Zusammenarbeit, die amerikanischen Coaches, die wir ja auch eingeladen haben, da gibt der Sport alles in Englisch ab, also amerikanisch. Nur im Notfall eine Übersetzung. Manchmal muss die Übersetzung auch nur durch andere Kinder erfolgen. Die Kinder sind herausgefordert, sich auch hier in eine andere Kultur zu bewegen, in einen anderen Denkmuster zu bewegen. Und wir kriegen das Feedback von manchem Englischlehrer, was ist denn bei euch passiert? Marissa Majewski aus Lengefeld findet das Basketballcamp zwar anstrengend, aber... Schon gut, außer Muskelkater geht's. Das Highpoint ist im Moment aber nicht allein mit dem Camp, Anlaufpunkt für die Sommerferien. Ja, im Moment ist es so, dass eine Gruppe von unseren Jugendlichen mit einer Kollegin von mir in unserer Partnerstadt in Veneuil-les-Aplans in Frankreich weilt und dort an einer internationalen Jugendbegegnung teilnimmt. Diese Begegnung, die wechselt jedes Jahr den Ausrichter. Vor 2 Jahren waren wir dran, dieses Jahr ist halt Veneuil, Loni hängt noch mit drin und Barendrecht in Holland, sodass also die Jugendlichen auch immer andere Menschen, andere Gegenden, andere Regionen kennenlernen und der Freizeitspaß, da steht natürlich auch ganz
groß im Vordergrund, auch bei uns. Aber Erlebnisse, die die Menschen miteinander haben, die sind unwiederbringlich. Und ich glaube, davon zehren die meisten Jugendlichen lange, lange Zeit. Gemeinsam Basketball spielen und Spaß haben. Feriengestaltung recht sportlich. Und nach einem Match eingepflegtes, erfrischendes Bad in einem Freibad oder See. Wobei, und da bin ich bei der Zahl des Tages, liebe Zuschauer, es in Sachsen keine natürlichen Seen gibt. Traurig muss aber keiner sein. Die Möglichkeit, ein kühles Bad zu nehmen, besteht im gesamten Freistaat. Insgesamt verfügt Sachsen über eine Gesamtwasserfläche von 43.854 Hektar. Leider sind nicht alle Gewässer zum Baden geeignet, denn dazu zählen Fließgewässer, Hafenbecken und auch stehende Gewässer. Der Bärwalder See in der Oberlausitz ist mit einer Fläche von 1.299 Hektar der größte Badesee in Sachsen. Aber auch wir im Erzgebirge haben einige Seen zu bieten. Ja, so gibt es unter anderem den Greifenbach-Stauweiher bei Geier und den Rätzteich im Marienberger Ortsteil Gelobtland nicht zu vergessen. Ob sich die kommenden Tage wettermäßig zum Baden eignen, das klären wir nach dem Blick in die Waldorfvilla, die Polizeiberichte und diesem Tipp hier, was man wirksam gegen Insektenstiche tun kann. Hätten Sie ein Hausmittel gegen Insektenstiche? Ich habe keine Hausmittel. Hausmittel? Ja, Würfelzucker oder so. Ja. Bei Bremsenstichen oder Wespenstichen Spitzwegerich. Einfach auf die Wiese Spitzwegerich zerreiben, bis der grüne Saft in der Hände ist und das dann auf die Stichwunde. Ja. Wirkt perfekt. Am nächsten Tag nur noch ein kleiner roter Punkt. Also ich habe Zwiebelsaft drauf gemacht. Ich habe eine Zwiebel aufgeschnitten und dann drauf gehalten, solange bis der Schmerz nachgelassen hat. Zwiebel. Was wäre das? Zwiebeln? Also gestochen worden bin ich schon, aber ich habe Zwiebeln, Rhabarber. Zwiebeln, Rhabarber. Würfelzucker. Oder wir nehmen einfach ein Lappen mit Essigwasser. Ja. Hausmittel, nee. Man nimmt das ja aus der Apotheke. Das ja, wie Fennestil. Ja. Früher haben wir Zwiebeln und sowas. Ja, aber die hat man ja auch nicht immer gleich bei der Hand. Also ganz kalte Wasser. Ja, aber, ja, wie Zwiebel. Heißt das? Zwiebel, ja. Eventuell, oder was gibt es denn noch? Wie heißt das, was meine Mutter hat? Irgendwas mit AU, Autarin oder sowas. Ja, irgend so ein Mückenspray ist das. Autan, ja. Das ist aber kein Hausmittel. Ja, nee. Können nicht gestochen werden. Ja, und sollten auch Sie wirksame Heilmittel, Hausmittel kennen, dann lassen Sie es uns einfach wissen. Ja, nun aber zu den Arbeiten in die Baldorfvilla nach Marienberg. Da wird ja schon seit geraumer Zeit gewerkelt. Frank Langer hat hier noch mehr Informationen dazu. Schon lange nicht nur in der Kulturszene ein Begriff. Die Baldorfvilla in Marienberg ist auch architektonisch ein Anziehungspunkt und entwickelt sich im Moment zu einem richtigen Schmuckstück. Das einst 1907 von dem Marienberger Knopffabrikanten Theobald Baldauf als Landhaus errichtete Gebäude wurde in den Jahren ab 1912 zu dem, was es jetzt wieder wird, eine Jugendstilvilla der besonderen Art. Wurde das Haus durch die mehrfache Umnutzung ab 1937 eher funktional restauriert und renoviert, wird sie seit den 1990er Jahren Stück für Stück wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. In der Einrichtung des Kulturbetriebes des Erzgebirgskreises wurde seit dem vergangenen Sommer am und im Foyer gearbeitet. Dabei kam Interessantes zum Vorschein. Gefunden wurden an der Decke der Jugendstilvilla zahlreiche Dekorationselemente eben aus der Jugendstilzeit. Umfangreich sind dementsprechend die Arbeiten an dem Objekt. Wir legen die originale Fassung frei, die ist über 100 Jahre alt. Also entstehungszeitlich zur Villa Baldauf. Was ist denn hier das Schwierige dabei? Das Schwierige dabei ist quasi die originale Fassung so schadfrei wie möglich freizulegen, was halt an einigen Stellen leider nicht mehr so ganz möglich ist. Und wir arbeiten halt mit feinsten Werkzeugen, sprich einem kleinen Hammer und kleinen Beitel und ein Skalpell. Der Deckenbereich wurde bis in den Spätsommer hinein bearbeitet. Das war aufwendig und zeitintensiv. Zum Vorschein kamen in den letzten Monaten präzise gearbeitete Muster. Holger Blauhut und sein Team hatten jede Menge wiederherzustellen. Ja, Geduld ist sehr wichtig. Vor allen Dingen erstmal, um die Befunde herauszuholen und im Prinzip zu untersuchen, wie denn die ursprüngliche Malerei eben ausgesehen hat. Und dann natürlich auch während der Restaurierungs- und Konservierungsphase, wo halt doch die recht großflächigen Malereien
größtenteils mit Skalpell wieder freigelegt werden mussten. Wie groß war denn der Anteil von dem, was ja quasi direkt freigelegt werden könnte? Also auf der Gesamtfläche gesehen kann man sagen, dass ca. 60-70% in ihrer Originalität wieder freigelegt werden konnten. Die restlichen Flächen mussten jetzt rekonstruiert werden, weil dort die Schäden so groß waren. Da gab es also Wassereinbrüche vom Dach her. Und da musste also vom Grund auf der Untergrund, der Putz und die ganze Stuckarbeit erneuert werden. Dort war es also verloren in den Bereichen. Also die haben ja wirklich jetzt, was es an Malereitechniken in der damaligen Zeit gab, haben die eigentlich schon fast alles angewandt, was möglich war sozusagen. Ne? Das ist, also sagen wir handwerklich und auch gestalterisch ist das ja auf höchstem Niveau damals ausgeführt worden. Im Frühjahr 2018 gingen die Arbeiten weiter. Nach den Decken wurden nun die Wände in Angriff genommen. Während der Bauarbeiten die umfangreiche Kulturarbeit zu leisten, war sicherlich nicht einfach. Das ist eine sehr große Herausforderung auch für uns Mitarbeiter. Wir geben uns Mühe, manchmal kommen wir an die Leistungsgrenzen, aber wenn man das Ergebnis sieht, ist es natürlich beeindruckend. Zum 10-jährigen Kreisjubiläum Anfang August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Aber fertig ist man dann mit Sicherheit noch nicht. Naja, wir werden im nächsten Jahr, also im Jahr 2019, die Restaurierung im Foyer abschließen. Und haben somit insgesamt einen guten Guss. Und natürlich gibt es in so einem historischen Gebäude immer wieder was zu tun. Also Park wird ein Thema sein in den nächsten Jahren. Aber wir gehen da auch mit Augenmaß ran und müssen ja auch wirtschaftlich denken. Eine Villa für die Menschen der Region soll sie sein. Und bleiben? Also ich glaube, man muss schon so rangehen, dass man ein Haus, was für die Öffentlichkeit ist, dass das auch diese Nutzung dann weiterhin bringt. Das ist uns auch sehr wichtig. Tja, da müssen wir uns sicherlich Gedanken machen, auf Langzeit hin, was ist möglich, um hier in dieser Villa dieses Besondere zu erhalten. Marienberg, Ortsteil Rübenau, mit Moped gegen Baum. Gegen 20 Uhr kam am Mittwochabend ein Moped vom Kammweg ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt der 17-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen uns derzeit nicht vor. Die kommenden Tage eignen sich natürlich zum Baden. Man muss nur mit den Temperaturen klarkommen. Samstag top, Sonntag hopp. Aber erstmal zu heute Abend und die Nachtstunden. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt oder sogar klar und der Mond und die Sterne sind wieder wunderbar erkennbar. Auch wenn das Niederschlagsrisiko 25% beträgt, so wird es dennoch trocken bleiben. Es wird wieder eine von den Nächten, wo man auch mal länger gemütlich draußen sitzen kann, denn auch die Temperaturen spielen wieder mit. In der Stadt der Sieben Täler, also in Olbernhau, zeigen die Thermometer zwischen 14 und 16 Grad an. In Marienberg am Goldkinnstein fahrt das Quecksilber bei 14 bis 17 Grad. Und die Zschopauer liegen auf Augenhöhe mit Marienberg. Am Altmarkt in der MZ-Stadt stehen zwischen 12 und 17 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind weht in den Nachtstunden nur gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen am Samstag wird definitiv Badewetter. Schon beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens könnte man theoretisch die Badehose auftragen. Der Tag beginnt mit einem wolkenlosen Himmel und die Sonne steigt schon bei Zeiten aufs Gas. Und das ist der Auftakt für den wärmsten Tag der Woche. In den Mittagsstunden quellen dann Wolken auf, von denen aber keine Niederschlagsgefahr ausgeht. Das Regenrisiko liegt bei um die 20%. Leicht bewölkt ist der Abend und so geht es dann auch in die Nacht hinein. Die Sonne rechnet am Ende des Tages bis zu 8 Arbeitsstunden ab. Tja, und wie schon erwähnt, wird das morgen der wärmste Tag der Woche. Und das sind die Werte dazu. In Halbach gibt es 20 bis 27 Grad. In Großrückerswalde gehen die Segelflieger bei 19 bis 26 Grad in die Luft und die Griesbacher bekommen die Maxi-Werte hier in unserer Aufzählung. 21 bis sogar 28 Grad stehen dort zu Buche. Der Wind weht dabei nur leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde aus Osten. Ja, und jetzt noch der Blick auf den Sonntag und den Beginn der neuen Arbeits- oder Ferienwoche.
Tja, am Sonntag gibt es dann einen kleinen Knick. Der Himmel zeigt sich zwar wolkenlos, aber die Temperaturen erreichen nicht mehr das Vortagesniveau und liegen bei nur noch 19 bis 26 Grad. Und der Wind dreht auf Nordosten und weht von dort gering. Der Montag beschert uns einen leicht bewölkten Himmel, ganz ohne Regenrisiko, dafür wieder mit hochsommerlichen Werten. Bei 21 bis 26 Grad weht der Wind dann aus Nordwesten. Ja, und ob es auch in der kommenden Woche mit dem sommerlichen Spektakel weitergeht, das klären wir dann am Montag hier im Regionalwetter. Tja, das war's erstmal von hier. Und das war's dann auch vom Regional für heute. Das bedeutet, dass wir am Ende unserer Ausgabe angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und natürlich ein erholsames Wochenende. Bis Montag, auf Wiedersehen.